Hallo, ihr lieben Raiders da draußen. Ja, es gibt wieder ein Update zu Tomb Raider 10th Anniversary Edition. Und ja, ich werde euch das alles wieder unten in der Infobox verlinken. Und zwar, wie ihr seht, hier bin ich auf seiner Seite, ash.com, Tomb Raider, ne? Und wenn ihr denn auf Anniversary geht, dann seht ihr, es gibt ein Last Update, nicht das letzte, sondern das letzte Update, was jetzt gerade raus ist, ist am 31. Januar erschienen. Die PC-Version hat auf jeden Fall ein Update. Da müsst ihr auch nicht nur Artbase neu runterladen, sondern auch die Patch-Datei und wer möchte auch die Ghostblade-Datei. Das sehen wir gleich. Und dann gibt es jetzt auch eine PSP-Version, die ist aber auch noch recht buggy, aber die hat was Besonderes, das zeige ich euch denn in einem anderen Video. Da seht ihr, das ist die PSP-Version. Da müsst ihr, wenn ihr das auf dem PC spielen wollt, also wenn ihr keine PSP habt, die das dann auch abspielen kann, das ist ja auch wichtig, dass ihr da auch eine gemoddete PSP oder sowas habt oder so zum Beispiel. Es steht hier auch alles, ist auch von dem von Ghostblade gemacht. Und da müsst ihr dann die Tomb Raider PSP ISO-Datei runterladen. Und dazu braucht ihr einen Emulator für den PC. Ist ja auch auf der Seite verlinkt. Ihr klickt da einfach drauf, dann kommt ihr da schon hin. Ladet euch den runter, den ihr braucht für eure Seite, also für euren PC, der auch für euren PC passt. Und dann braucht ihr diese Datei sozusagen nur noch mit diesem Programm öffnen. Ja, und dann habt ihr das PSP-Game auch schon sozusagen, ja, könnt ihr schon starten und zocken. Ist überhaupt kein Problem. So, wir beschäftigen uns aber jetzt mit der PC-Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wo lädt man denn diese Datei runter? Und ihr habt ja hier diese Dateien und ihr könnt auch machen Show All. Dann wird euch alle gezeigt und dann seht ihr ja auch, wann sind die Sachen geupdatet worden. Und seht dann vielleicht auch, oh, da gibt es was Neues. Vielleicht sollte ich mir das mal runterladen. Zum Beispiel hier auch Artbase wurde seit 31. Dezember jetzt nicht mehr aktualisiert. Also denke ich mir mal, das ist immer noch die Datei, die wir ja sowieso schon haben. Aber wir sehen hier zum Beispiel 8. Februar, also das sind jetzt halt auch die Bilder dabei, ne? So, aber hier ist zum Beispiel Tomb Raider PSP ISO, da ist diese Datei und ihr seht am 31. Januar 2021. Ich hoffe, das ist groß genug für euch, dass ihr das seht, sonst werde ich das ein bisschen nach ran zoomen. Ja, genau, also hier seht ihr das alles wunderbar im Überblick und könnt euch auf jeden Fall hier unten einmal das Patch-Zip-Datei, die müsst ihr euch auf einmal runterladen, seht ihr ja, 22. Januar, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, am 22. Januar, dann solltet ihr euch diese auf jeden Fall runterladen. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein bisschen Musik und so im Hintergrund, ist da gepatcht worden. Und auch nochmal die Ghostblade-Zip-Datei, glaube ich, die wäre auch noch aktuell. Genau. Also, und dann noch wieder so installieren, wie ich das in meinem vorigen Video beschrieben habe, dann ist da, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer, dann habt ihr das. So, und wenn ihr das Game dann startet, wie ihr hört, es gibt eine Hintergrundmusik, wollte ich das schon fast sagen, fast nennen. Ja, es gibt Hintergrundgeräusche und im Menü, das ist auf jeden Fall geupdatet worden. Vielleicht sind auch ein paar Bugs, ich glaube. Vor allem, wenn ihr diese Ghostblade-Patch nehmt, dann habt ihr vielleicht in meinen Let's Plays gesehen, dass zum Beispiel bei dem Grab von Quadopack oder so, da waren noch irgendwie solche Dynamitkisten oder so. Ich glaube, da stehen jetzt Mumien und so. Also es sind eigentlich nur so ganz kleine Dinge, die hier verbessert worden sind. Ansonsten ist es eigentlich noch dasselbe wie vorher auch. Ja, aber es ist schon mal ganz cool. Wir können ja mal gucken, wenn wir das jetzt hier starten. Ja. Genau.
Hatten wir das vorher auch schon, dass wir hier Geräusche hatten? Okay, also wir haben jetzt dieses Hintergrundgeräusch hier. Ich denke mal, diese Fackel ist eigentlich noch von Indiana Jones übrig. Habe ich so im Nachhinein so mal so überlegt, warum sie eigentlich da eine Fackel hat. Denke ich mir mal so. So, dann ist da noch was. Wenn ihr die PSP-Version spielen wollt, ich hatte eben gesagt, ja, dann könnt ihr sie einfach spielen. So einfach ist es nicht. Ihr müsst auf jeden Fall noch darauf achten, dass ihr das, was hier hinten steht, dass ihr diese beiden Einstellungen auf jeden Fall macht. Ich werde euch gleich das zeigen, wie es geht. Und da ist auch nochmal eure Hilfe gefragt. Es wäre super cool, wenn ihr da vielleicht nochmal teilen könntet, wie das ein oder andere geht, weil ich das nämlich auch noch nicht rausgefunden habe und weil das hier leider nicht drin steht. Also, genau, wenn ihr einmal das Programm startet, dann sieht das so aus. Und zwar, ich habe das hier schon mal einmal gestartet, das Game. Wenn ihr nämlich einmal hier laden macht, dann sagt ihr, wo das Spiel ist. Hier ist das bei mir. Und wenn ihr da sagt, öffnen, dann habt ihr das hier schon automatisch drin. Das ist wunderbar, braucht ihr das einfach nur anklicken. So, bei mir ist es aber leider immer abgeschmiert. Und das ist, weil zuerst, weil ich diese Einstellung nicht gemacht habe, das habe ich auch zu spät gelesen. Aber zum Glück, ja, ja, wenn es denn nicht geht, dann bewegt man sich weiter, ne? Und dann macht man das so. Also, klicken wir einmal auf Einstellung und dann auf System. Und dann habt ihr, genau, schneller Speicher, instabil. Also, den müsst ihr einmal ausklicken. Und dann geht ihr noch in Grafik und stellt... geht hier runter und da steht, die Hex kann zu Fehlern führen. Niedrige Auflösung für Effekte. Reduziert Artefakte. Also das müsst ihr auf jeden Fall auf aggressiv stellen. Ne? Und dann sollte das Game eigentlich starten. Das versuchen wir jetzt mal. Da habt ihr es. Es startet. Und das mit der coolen Musik, was wollen wir mehr, ne? Ja, das war's eigentlich und genau, jetzt freue ich mich, wenn ihr dann nochmal erzählen könntet, wenn ihr das gesehen habt, wir haben nicht dieses Menü, was wir hier haben, also dieses hier, deswegen bin ich jetzt nochmal hier auf der Ash-Seite, wir haben zwar dieses Startmenü, aber wir haben das hier nicht. Ihr könnt es trotzdem starten, wenn ihr das drückt, aber es ist halt nicht zu sehen. Und ja, da ist eure Hilfe gefragt. Ich weiß leider noch nicht, wie es funktioniert. Vielleicht habt ihr da eine Ahnung. Dann schreibt es mir doch bitte unten einmal in die Kommentare rein. Wäre mega toll. Ja, weil ihr nicht nur mir helft, sondern auch allen anderen, die da vielleicht noch Schwierigkeiten haben, das zum Laufen zu bekommen. Ja, also das alles, das wäre es eigentlich zum Update. Und jetzt freue ich mich auf ein Däumchen nach oben oder, ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lasst auch ein Follower da. Okay, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, viel Spaß euch. Tschüssi.